So, und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Subnautica. Wir werden mal ganz bisschen Metallschrott hier abwerfen. Weg damit, braucht keine Sau. Ach ja, da waren ja die Ranken gewesen, weshalb ich da nicht lang wollte. So wirklich Bock habe ich jetzt immer noch nicht drauf, ehrlich gesagt. Alles unter mir. Ist das ekelhaft, ohne Scheiß, Leute. I need a tutorial. Okay. Ich dachte, es wäre ein riesiges Monster hier gewesen. Ich suche gerade den Weg zu dem Adder hinten, das ist. Ja, das filtert wirklich direkt durch die. Durch das hier, ne? Aber guckt euch an, was es hier für geile Gebiete gibt. Holy shit. Was haben wir hier? Achso, kann man ihn graben. Alter Schwede, wie geil das teilweise aussieht. Echt nicht normal hier. Sound weg. Okay. Diese Leute, diese Strahlen, ihr seht die ja auch, das sieht so genial aus. Also auf jeden Fall, damit haben sie schon mal was Gutes gemacht hier. Wäre natürlich schön, der deutsches Audio-Tutorial. Fände ich ganz hilfreich. Weil ich gesagt, nee, ich habe da echt, ich habe da keinen Mut, bis dahin dazu schwimmen. Ich hasse diese Tiere. Aber es wäre wirklich ganz schön, Kupfererz noch zu bekommen. Auf dem Rückweg vielleicht irgendwo was mitnehmen. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Da gucken wir gleich mal. Was das ist. Es sieht mal aus, dass irgendwo ein riesiges UFO über uns ist, oder? Noch 9 Meter Tiefe, 5, 3, 2, 1, so. Wir sind schon ordentlich tief gerade gewesen. Also, die Flasche ist ziemlich gut. Was zum Geier ist das denn, bitteschön? Schweber? Einfach alles mitsammeln, würde ich sagen. Können wir da rumschweben? Also wir haben eine riesige Map. Eine riesig, riesige Map, die ihr in jede Richtung erforschen könnt. Reicht noch was? Ja, wunderbar. Die ihr wirklich an jede Unterschied, in jeder erdenkliche Richtung erforschen könnt. Ziemlich cool, da sind noch ein paar Schweber. Die sind anscheinend frisch erst gewachsen. Was ist das denn? Ach, das sind Lebewesen, ne? Und die saugen das Ding und versuchen das zumindest zu tragen. Ich kann dich aber nicht allein lassen. Ein Auftreibung und klebriger Ball. Hm, komm, lass mal das Ding hier fahren. Ich möchte dich ja nicht. Komm, du kleiner Schwerer, ich möchte dich ja nicht allein hier lassen. So fies bin ich ja nicht. Tja, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt immer noch nicht viel gekonnt. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Kupfererz herkriege. Ja, müsste man wahrscheinlich mal googeln und gucken, wo man es herkriegt. Oder mal gucken auf gut Glück. Durch die ganzen Metallschrottdinger. Aber so an sich habe ich Kupfererz jetzt echt noch nie gesehen. Okay, neues. Nö, anscheinend nichts wirklich. Oh Mann. Da haben wir ja einen Schweber haben wir bekommen. Super. Super. Hier packen wir ein paar Barren rein. Das packen wir rein. Winde, Ranken. Alter, lass das. Sonst backst du mich hier wieder aus dem Ding raus, ey.
Auf jeden Fall schon sehr komisch. Ja, also hier wahrscheinlich braucht man die. Wo ist es denn? Wahrscheinlich braucht man diesen Bauer. Computerchip und eine Batterie, um ja wirklich was bauen zu können, weiterhin. Aber ich finde nicht mal. Hat die noch gar nichts verloren, Energie? Achso, man hat unendlich Energie. Das ist ja auch schön. Heißt, man muss sich hier nicht mehr um die Energie kümmern später. Das ist also wirklich was für ganz. Ganz Anfänger, die wirklich ganz neu sind. Finde ich cool. Gefällt mir. Hätte ich es früher gewusst, hätte ich gleich mit Dings angefangen. Was ist denn da Schwarzes da hinten? Achso, wieder eine Ranke. Was haben wir hier? Achso, Graben. Aber könntest du den da unten graben, aber ich denke. Ich hasse es immer, wenn ich irgendwo rauskomme. Wo ich überhaupt keinen Plan habe, wo es eigentlich ist. Zwar direkt unter mir, ja, aber schön. Nee, man sollte sich nicht unbedingt irgendwie random durchgraben. Dahinter sollte das System sein. Was haben wir hier? Also große Korallenröhren. Können wir jetzt ein paar Stücke davon abschneiden. Calciumcarbonat war doch. Na klar, was es war. Das ist zumindest kein Kupfererz und das ist das eigentlich, was ich brauche. Ja, ich weiß auch nicht, wo kriege ich, ob ich das herbekomme. Ich habe das beim ersten Mal auch herbekommen gehabt. Und jetzt schon wieder und ich weiß immer noch nicht woher. Da bin ich echt ratlos, ey. Warning, readings from the Aurora exhibit characteristics consistent with total degradation of the dark matter containment field. Spikes in quantum fluctuations suggest an uncontrolled cascade detonation will occur with a probability of 83.5%. Ich glaube, die Olle erzählt uns immer so ein bisschen was über die Gegner, die hier gerade in der Nähe auftauchen. Und was Gefährliches. Das da vielleicht zum Beispiel. Kaboom! Wow! Der hat eine gute Sprengkraft. Das gefällt mir. Komm die Scheiße mit. Warum will das noch ein Ding jetzt nicht mitnehmen? Okay, vielleicht nicht vorhanden. Keine Ahnung. Aber sieht gut aus. So, was haben wir hier? Ja, das muss nicht sein. Ich bin immer ein bisschen aggressiv, glaube ich, wenn ich mein Messer gezückt halte. So minimal. Gut, aber das Ding muss ich eigentlich auch noch kaputt machen, aber ich glaube, das wird nichts. Das würde er mich mit kaputt anscheinend kaputt machen. Okay. Oh oh. 10 Sekunden, das reicht aber nicht, wa? Oder? Doch, doch. Gerade so. Meiner? Ne, doch nicht. Ja, komm. Jetzt verpissen sie sich wieder. Mann. Gut, also wirklich viel Konto habe ich hier wieder nicht. Leider ist so ein bisschen traurig, dass ich jetzt das Eisenerz nicht finde. Und weil ich echt keinen Plan habe, wo das sein könnte. Also kann ich hier nicht so wirklich weitermachen. Das ist schade. Ich denke mal schon, dass ich aus dem Elektronikschrott kriegen könnte. Chlor, Magnesium für zum Ersatz bekommen. Aber es ist ja, da wurde der Titan gemacht und nicht Eisenerz, ne? Tja. Glotzer. Tja, dann würde ich sagen, Leute. Warning. Wir müssen, also man könnte ja, wenn man wirklich Ahnung von dem Spiel hätte, sicherlich auch noch ziemlich krasses Zeug bauen. Ich gehe mal ganz hier hinter. Sieht so cool aus. Aber es ist eine echt schön gestaltete Welt, muss ich sagen. Also dieses Meeresspiel ist schon, oder das Meer, diese Meeresatmosphäre ist schon nicht schlecht. Was haben wir da? Noch ein Kühlschrank. Seemottefragment. Da, ein Stück von einem Seemotten-Tauchboot.
Das stimmt, ein Hinweis darauf, dass man hier irgendwo ein ganzes Zeug finden kann und sich dann eins zusammenbauen könnte. Wenn man da alle Teile findet. Wenn man alle Teile findet. Ah, das habe ich gerade schon gehört. Dann noch eine Alter, wie viele da sind. Ist ja widerlich. Ist ja eklig. Okay. Kein Eisenerz. Rote Edelstein besetzte Scheibe. Okay, bevor ich aber jetzt aber weitermache, ich glaube, das bringt jetzt nochmal wirklich viel. Ich finde, ums Verrecken nicht dieses Kupfererz. Ich meine, das muss ich auch wohl mitbekommen. Ah, den Sappel. Dann sterben wir jetzt noch einmal. Nee, das kann ich nicht machen. Ich mag sowas nicht. Dem wird schwummerig, aber trotzdem hast du noch recht geschafft. Gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das mit dem kleinen Let's Play gewesen von Subnautica. Ich weiß nicht, wie viele Parts jetzt waren. 5, 6, 4, keine Ahnung. Oh, was haben wir da noch? Ah, das muss ich jetzt ganz kurz checken gehen. Aufgenommen Seemotto-Fragment. Ja, leider bringt mir das für hier nichts, ne? Auf ein Fundament bauen, um die Basis der Energie zu ver... Achso, das sind nur einfach nur Informationen. Verstärkung. Dafür braucht man wirklich aber erstmal ein fahrbares U-Boot. Erstmal diese Materialien, diese anderen. Oh Gott, ich hasse diese Gegner hier. Ja, ich kann aber ein bisschen durchschwimmen. Hm, ist auch wieder weg. Wird nämlich gleich welche angeschwommen kommen hier. Da unten sind sie schon. Psst, ganz leise. Oh, ich habe keine Luft mehr. Ich glaube, so hoch kommen die nämlich auch gar nicht, die Viecher. Die sind meist eher so am Boden. Ja, die kämpfen meistens ja auf dem Boden. Das ist so eher ihre Stärke. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon zweifach Meter gefunden in kurzer Zeit. Also, wenn ihr weitersucht. Ich bin jetzt in die falsche Richtung. Da hinten ist dieses Viech, was ich vorhin meinte. Nee, doch nicht. Nee, alles gleich. Das war irgendwie ein anderes Viech gerade. Dann könnt ihr so ein Ding sicherlich zusammenbauen, euch. Was ist das aber? Das würde mich jetzt sicher auch interessieren. Oh, ich höre es schon, ich höre es schon. Egal, wir machen jetzt Schluss. Das war's gewesen mit dem kleinen Let's Play von Subnautica. Also wirklich Ahnung habe ich davon nicht. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr euch ja gerne noch woanders noch eins angucken von jemandem, der mehr Ahnung hat. Es gibt anscheinend also nur 3 Steam Achievements aktuell und die habe ich alle 3 bekommen bisher. Das ist super. Letzte ist No Narcosis gewesen. Ich glaube, das heißt, dass wir nicht geschlafen haben die Nacht oder dass wir die, weiß ich nicht, die Nacht vielleicht draußen verbracht haben und wir keine Ruhe hatten, irgendwie sowas in der Art. Ich werde mir Subnautica vielleicht selbst als Let's Play mal woanders anschauen, weil ich selber keine Ahnung davon, das ist leider sehr schade, dass ich auch dieses ganze Kupferzeug nicht finde. Aber jemand, der es vielleicht kann, das ist bestimmt sehr interessant zu sehen, was er sich da irgendwie wie wohin baut, was er sich da zusammensucht. Und vielleicht gibt mir da auch ein Licht auf, wo ich dieses Kupferdraht finde, Kupfererz. Tja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, guckt es euch entweder woanders an oder kauft euch selber, spielt selber, whatever. Steam-Link findet ihr in der Videobeschreibung und dann wollte ich sagen, war es das erstmal gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem anderen Projekt, whatever. Vielen Dank und bis dahin. Ciao, Leute.